Magdalena von Offensive gegen Rechts. Wir sind heute hier, weil um die FPÖ zu konfrontieren und ihre Mobilisierung, die jetzt zum ersten Mal jetzt offensiv auf die Straße mobilisiert hat, um gegen ein Flüchtlingsheim zu demonstrieren, was für uns halt ein doppelter Grund ist, sozusagen hier ein lautstarkes Zeichen zu setzen und das auf jeden Fall zu konfrontieren und im besten Fall zu verhindern, dass das noch einmal versucht wird, eben so eine Mobilisierung auf der Straße zu starten. Das ist für uns schon ein alarmierendes Zeichen, dass die FPÖ eben auf der Straße so präsent sein will und mit den sehr zwielichtigen Zusammenarbeiten, die sie in den letzten Monaten auch gemacht hat, sei es AfD oder Identitäre, auf die Straße zu gehen und noch dazu direkt eigentlich Menschen, die man beschützen müsste, angreift und auch um zu verhindern, dass von dem Verbalen das auch ins Physische übergeht. Also ich glaube, wir haben in Deutschland gesehen und in Österreich auch schon, dass es schon viele Fälle gibt, wo tätliche Übergriffe stattgefunden haben, auch Flüchtlinge selber oder auch Flüchtlingsheime. Und da diese Stimmung noch anzuheizen, finden wir sehr, sehr gefährlich. Und das ist das, was die FPÖ heute hier macht. Und deshalb sind wir hier, um möglichst starkes und lautes Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass das sicher nicht die einzige Stimme von Wien oder von Liesing ist. Wir sind nicht bereit, das zuzulassen, was die Rechtsextremen in diesem Lande wollen, nämlich die Hetze gegen Menschen nur aus dem Grund, weil sie Fremde sind. Wir wissen nur zu gut, wohin das schon einmal geführt hat. Es darf keine Wiederholung der Geschichte geben und daher stehen wir hier, um den rassistischen Aufmarsch der extremen Rechten zum Stehen zu bringen. Nicht nur heute, sondern überhaupt. Warum ich da bin? Ja, ganz einfach. In Liesing hat die FPÖ seit Wochen mobilisiert gegen die Flüchtlinge, die hier untergebracht werden, seit 750. Unterschriftenlisten aufgelegt, es war ein Riesenshitstorm auf heute. Sie versuchen tatsächlich die Bevölkerung aufzuhetzen gegen die Schutzsuchenden. Wir sind jetzt heute da, um uns schützend zwischen die FPÖ, die Hetzer und die Flüchtlinge zu stellen, damit wir die beschützen, weil die brauchen Schutz. Deswegen sind sie da. Ja, ich bin selber engagiert im Flüchtlingsheim in der Ziedlergasse und ich denke wegen diesen Leuten, die hier auf der Flucht sind und die herkommen, so eine Panik und so eine Hetze zu betreiben, das ist wirklich letztklassig. Und ich bin dafür, dass wir Solidarität und Menschlichkeit zeigen und deswegen bin ich heute hier. Ja, hallo, ich bin die Renate, bin Bezirksrätin bei den Grünen Liesing und mache mit bei der Nachbarschaftsinitiative Ziedlergasse. Ja, und wie ist diese Kundgebung da zustande gekommen? Warum gibt es die überhaupt? Es war so, dass die FPÖ seit Dezember mobilisiert hat gegen die Flüchtlingsunterkunft in der Ziedlergasse, teilweise mit sehr viel Hetze und diese Demonstration angekündigt hat. Und daraufhin hat sich eine breite Mobilisierung gegründet, um eine Gegendemonstration zu machen, weil wir eben nicht wollten, dass dieser rechten Hetze der Platz bleibt, ohne dass es eine Gegendemonstration gibt. Was spricht denn nicht gegen das Flüchtlingsheim? Warum gibt es ja die große Aufregung? Ich glaube, dass die FPÖ die Aufregung allgemein nutzt, um ihre Politik, die sie ja schon seit Jahren und Jahrzehnten macht, zu nutzen, also eine rassistische Politik, um zu hetzen gegen Ausländerinnen, gegen Leute davor hat sie gehetzt gegen Obdachlose. Und jetzt ist es so, dass sie entdeckt hat, die österreichischen Obdachlosen, die sind die Hilfe brauchen, während die Flüchtlinge oder die Migrantinnen, die kommen, die brauchen die Hilfe nicht. Die Union mit den Glocken ins Leben gerufen hat, ist bei uns und wird uns was dazu sagen. Aber hört zu, wir lieben, uns allen lieben die Flüchtlinge am Herzen. Deswegen läuten die Glocken jetzt. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Welcome, Refugees!